Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute die Survival-Karte von Joe Vogel zu beziehen bei Bushcraft Essentials. Hier habt ihr sie. Ist mir vom Detlef Hoppenrad zur Verfügung gestellt worden. Und sehr interessant. Also Joe Vogel kennt jeder. Vival Ranger. Ja? Vivalranger.com. Und der Detlef hat auf Bushcraft Essentials immer sehr cool. Immer einen schönen Aufkleber dabei. Der kommt bei mir irgendwo auf dem LKW. Werbung fahren für Detlef finde ich gut. Also wir haben hier diverse Haken, Pfeile. Was heißt Pfeile? Was zum Aufspießen. Zum Beispiel hier die drei Kameraden hier. Ja, mal gucken, ob ich was zum Zeigen habe. Hier geht immer mit den dicken Wurstfingern, ne? Zum Beispiel hier die. So, also hier zum Beispiel einen Schleuderhaken. Ja? Alles schön mit Löchern, damit ihr die also auch an der Schnur festmachen könnt. Wäre ja sonst witzlos, ja? So ein Schleuderhaken, zwei Doppelspieße. Ja? Damit könnt ihr auch angeln, dass sich dann zum Beispiel ein etwas größerer Fisch drin verbeißt. Und die sind auch mit Widerhaken ausgestattet. Wir haben drei Spieße, die kann man zusammenbauen. Ja, dann hat man einen Dreizack. Oh, das ist zum Beispiel, die Amis jagen damit unheimlich gerne Frösche. Ja. Wir haben hier Auflage und Halterung für, um zum Beispiel einen Atlatl zu bauen. Das ist eine Art Wurfspieß, der mit einer Vorrichtung sehr weit geschleudert werden kann und ja, eine gute Durchschlagskraft hat. Haben wir hier noch einen Angelhaken für Fische bis 10 Kilo. Ja. Wir haben hier drei kleinere Spieße. Wir haben hier zwei, seht ihr das hier? Zwei Doppelspieße oder Haken, je nachdem, wie man es nennen will, auch mit Widerhaken dran, um zum Beispiel auch größere Tiere zu fangen, Vögel oder Biber und sowas. Ja. Also die Möglichkeiten sind hier enorm. Mal gucken. Jetzt extra meinen Feuerstahl mitgebracht. Ja. Übrigens Edelstahl. Ja. Hier haben wir noch eine Vorrichtung für zum Beispiel Schnur drum zu wickeln. Hier Bankline. Ja, würde ich zum Beispiel Paracord immer vorziehen. Wer da so ein bisschen Bedenken hat, dass die sich von alleine lösen, eine kleine Idee für euch. Einfach hinten ein bisschen Ducktape drauf machen. Ja. Wir haben eine Länge, ich glaube 12 x 7 cm und ein Gesamtgewicht von 60 Gramm. Das werden wir gleich nochmal nachmessen. Seht ihr hier, haben wir eine schöne Vorrichtung für Schnur drumherum zu wickeln. So hat man also auch direkt so eine Schnur dabei. Das hier ist großes Bänklein, hat glaube ich 255 Pfund Reißfestigkeit. Besteht aus drei verschiedenen Strängen. Ist für mich vielleicht eher eine Survival Schnur als Paracord. Paracord nimmt ja doch relativ viel Platz weg. Und da hast du mehr. Joe Vogel kennt jeder, denke ich mal. Vivalranger.com. Ja. Der hat, glaube ich, eine Fernsehsendung mittlerweile. Cooler Typ. Macht das alles sehr entspannt, was er da so zeigt. So, wir haben hier 7,3 mal kurz vor 12. Ja, Gewicht. Ach, für die ganz genauen Fetischisten.
Stärke ist 1 mm. Ja. Und Gewicht. Gramm. Wir haben hier eine kleine Säge. Ja, das ist also keine übliche Säge, die hat richtig Biss, das muss man mal so sagen. Die hat Biss, müssen wir mal zeigen. So bin ich ganz prima geeignet, wenn man so einen Organizer hat, ja, dass man den dann da reinpacken kann. Ja, also da hat man dann schon mal Säge, Angelhaken, Wurfhaken, Spieße, kleines Messer, um halt sich so, ja, so ein richtiges kleines Survival Kit praktisch, die Karte. Kostet mit 20 Euro auch nicht gerade die Welt. Na, vielleicht soll ich doch mal Holz nehmen, das nicht wurscht ist. Zum Beispiel für kleine, ja, wie sagt man, Shavings in Amerika, halt so für kleine Späne zu erzeugen, um sich dann ein Feuer machen zu können. Ja. Also sägen wollte ich damit jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag, aber es macht halt Sinn, dass man damit ein paar Späne erzeugt. Zur Not hat man dann noch ein kleines Messer. Ja, um halt auch ein paar Löckchen zu machen für Zunder. Ihr könnt ja auch dann mit dem Ding Feuerstahl anreißen. Das ist übrigens ein Meißelschliff, ja, Chisel Grind. Sehr simpel zu schärfen. Dann haben wir hier noch sowas wie, das könnte man zum Beispiel als Schraubenzieher noch verwenden, hiermit zum Löcher bohren. Ja? Zum Beispiel, wenn ihr einen Feuerbohrer gebaut habt und müsst dann halt da ein Loch produzieren, wo ihr dann den Bohrer reintut. Ja? Das ist dann zum Beispiel dafür gedacht, unter anderem. Ja? Seht ihr, dann hättet ihr auch ein schönes Loch für den zum Feuerbohren, den Bohrer anzusetzen. 19 Euro Peng. Ja, sag mal, das ist jetzt wirklich nicht viel Geld, wo man dann hinterher rollt. Aber man hat halt etwas. Ich weiß ja, ihr steht ja unheimlich auf solche Sachen wie Survival Kits zu bauen und sowas. Ich packe mir meinen jetzt mit dem Papier hier in mein Review-Kit, weil ich den immer bei mir habe. Ja, der kommt jetzt hier hinten rein, verlässt mich nicht, auch nicht mit dem Papier, weil ich ja dann auch meinen Zunder dabei habe. Alles klar? oh, da hinten, da gaben sie schon die Krähen. Also ein sehr brauchbares, kleines Survival-Kit. Hat der Joe sich toll ausgedacht. Ist wieder typisch mit der Klasseverarbeitung von Bushcraft Essentials. Ja, klasse verarbeitet von Bushcraft Essentials. Da achtet der Detlef drauf, der will keinen Schrott produzieren. Der will Sachen haben für die Ewigkeit. Und ich gebe dem Ding eine 10 von 10 Punkten.
Vor allen Dingen die Sache mit dem Dreizack finde ich geil. Frösche jagen. Ich glaube, das muss man meiner Frau erzählen, die ist Französin, die essen doch Frosch. Also, brauchbar, empfehlenswert. Frauen, wenn ihr Männer habt, die auf Bushcraft Survival und sowas stehen, hier, Vatertag, Wandertag, was auch immer, sowas kann man eigentlich immer gebrauchen. Ja? Und ich sag mal, sowas herzustellen in der Natur ist sehr schwer, wiegt nicht viel, kostet nicht viel. Also, Kaufempfehlung. Link packe ich in die Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss Madiot, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenk die Survival Card. Bye bye. Ach, ciao. Super.